So, ich habe den Fehler bei mir in der Heizung gefunden, und zwar ist es das sogenannte Rückschlagventil. Das hat sich hier total verkantet irgendwie. Ich versuche das jetzt gangbar zu machen und dann schauen wir mal. So, mal ganz kurz mit der Zange vorsichtig dran gegangen, ist das Ding direkt rausgeflutscht und man sieht hier die Ablagerung schön deutlich, sage ich mal, wo das verklebt war. Das reinige ich jetzt sauber und ja, das war's dann wahrscheinlich. Wir testen es noch gleich aus. So, jetzt habe ich das Ganze aufpoliert und siehe da. Perfekt. Einbauen, mal schauen, was passiert. So, jetzt kommt der Test. Machen wir erstmal Kaltwasser. Es spritzt, okay. Und wir gehen rüber ins Warme. Wow. Okay, überzeugt, überzeugt dich.